Und herzlich willkommen der bei Strategie Command American Civil War. In Dudeman, ja, die letzten Züge waren allesamt schwer. Die Richtung des Spiels ist inzwischen entschieden. Kommt eigentlich nur noch darauf an, wie viele Züge man durchhält. Und ich hoffe, dass diesmal nicht die Frustration gewinnt, wie es ja in den letzten Zügen häufig war. Na, immerhin schlägt er ihn noch. Aber regnen hätte es ja schon gerne dürfen oder sowas. Den erwischt er noch. Bringt er hier sein Chor ran? Sein Schiff im Feindkontakt. Aber sein anderes Schiff erwischt mal eins von unseren. Rücken aus einer Richtung vor. Auch hier leider kein Regen, Schnee, Winter oder sonst irgendwas in die Richtung. Landet er noch? Ja, das macht jetzt diesen Zug noch komplett. Mann, ich glaube, ich hätte von der Weite gesagt, dass sie auf jeden Fall nach 1864 erreichen, aber wenn ich mit der schaue, dann bleibt die Sache zumindest noch richtig. So lange dürft unsere Mali ja schon noch durchhalten. Brigade und ein Chor, wir stehen bei noch knapp 40.500 Punkten und 33% und müssen jetzt hier dringend mal gegen den besetzen. Befestigung und das da ist ja immer noch ein NM-Ziel und ihr müsst hier rein das besetzen, falls ihr hier doch noch landet und ihr schaut da, ob doch nicht mal ein feindliches Schiff auftaucht. Ihr müsst hier eigentlich jetzt schleunigst versuchen zu entkommen. Der erfahrene Kommandant. Darunter nach New Orleans und die habt hier vorne einfach auch keine nennenswerte Offensivchance mehr. Jackson ist auch noch ein recht großes NN-Ziel. Das ist ganz nett, wenn ihr das deckt und ihr vielleicht da noch ein bisschen hin. Und dieses Core, also 5000 Punkte oder so, glaube ich, das. In der Kategorie größer, was wir noch haben. Das größte ist übrigens New Orleans mit 10.000, meine ich. Wenn man also bei Eroberung verlieren würde. Ja, die nähern sich hier von allen Seiten. Lantern nähern sie sich von allen Seiten. Echte Versorgung, aber trotzdem angreifen. Unser Chor ist auch nicht gerade gut drauf. Eigentlich endlich mal heilen. Wir dich heilen. Hier eine Lücke. Heißluftballon, wir machen dich auch irgendwie fit. Lenta auch noch einer der eher größeren Orte und natürlich Montgomery auch. Hm. Ja, sonst deckt er hier und dann wobei der Reiter kann hier erstmal. Da steht ein Gegner. Hier zurück. Versucht die Gegend von Montgomery irgendwie noch zu decken. Dürft gerne kreativ dabei werden, wie genau das gehen soll. Der ist in Feindkontakt gerast. Hier können wir noch ein paar unterhalten und wir schneiden ihm mal die Eisenbahn ab. Und die Orte runter. Die auch gar nicht so stark rumnerven.
Die können ganz nach South Carolina. Treffen bald auf Columbia. Nüchtern betrachtet ist Charleston gar kein Ziel mehr. So, und ihr könnt aber jetzt nicht einfach hier nach Westen vorstoßen, weil die von hier oben kommen mit ihren Einheiten. Und von der Seite und von hier. Ja, und im Prinzip von überall. Das Schiff nicht versenken, weil es mal wieder stürmt. Zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt. Da werden Erinnerungen wach. An dem noch hängen. Noch die anderen Schiffe raufschicken, aber das braucht alles nicht mehr viel. Die hier aus dem Hafen. Ach, obwohl, solange sie im Hafen sind, bleibt die Route vielleicht noch aktiv, weil uns der Hafen gehört. Und 10. November, wann kommt euer Hauptquartier? 14. November. Wäre auch nicht anders sein können. Dann haltet hier noch weiter eure Position. Kann ich wohin mit den einen? Ich glaube, der Reiter sollte schon zu denen. Hier auch mal ein bisschen was sehen. Jetzt müssen die schon Columbia verteidigen. Den allen Einheiten, die man nicht hat, weiß man schon gar nicht mehr wohin damit. Ja, du kannst da ein bisschen auch überall direkt Kontakt. Wenn ich mal den Wald vor das Akku. Wow, und der Rest möge sich verschanzen und das Beste hoffen. Weil sie hier von allen Seiten zerpflückt werden. Noch kommt er nicht da runter. Also da irgendwie alles bedroht, ist es schon schwierig zu sagen, wie man eigentlich das vorgibt. Könnt ihr dann auch hier einfach überall rein. Atlanta, Montgomery. Und New Orleans ist noch nicht so direkt bedroht. Charleston, wir haben noch kein Hauptquartier. Oder hier, auch bei Raleigh rein. Oh, sonst kriegt ihr in Atlanta das. Wird schon schief gehen und ja, was soll ich schon so groß sagen? Bei den Schiffen ist nicht mehr viel los. Nein, ich jetzt auch nicht mehr. Hier unten ist auch nicht viel. Was wir noch machen, ist halt einfach zu schauen, kaufen können. Ich hoffe, wir können den mal versenken, aber leider nicht. So, ihr deckt hier diese Landfelder. Hier gibt es ja keine Infanteriewaffen und auch sonst nicht viel. Hoffentlich, ne? Ihr wisst schon. Neues Chor wäre jetzt im März. Ne? Naja, fast noch eine Option. Ich glaube, wir brauchen eher Masse einfach, nur noch um irgendwelche Orte zuzustellen. Neue Division im Februar, das klingt vielleicht noch in Ordnung. Not auch mit Infanteriewaffen 1. Beziehungsweise, na gut, du wärst schon im Januar. Obwohl, ja, Flussalbumklötze haben wir alle. Pionier 178. Zusammen schwierig, ja komm, wir nehmen dich mit Infanteriewaffen. Und sonst war da nichts. 100 Punkte. Wir auch sparen. Ich hoffe halt, dass jetzt, ich meine, wir haben es Dezember so langsam. Es darf jetzt auch in seinem Zug großflächig überall regnen und Wintererscheinungen haben. Und diese Gruppe, die gerade lose auf Charleston aufpasst, muss auch demnächst damit absichern. Und wenn die hier rüberkommen, also es verschmilzt zu einer riesigen Gruppe so langsam, weil alles auseinanderfällt. Aber die gute Nachricht ist, es kommen sehr viele Choreinheiten.
Das heißt, so direkt um die größten Ziele rum können wir noch mal ein bisschen austeilen. Aber ansonsten ist hier nicht viel drin und ja, wenn man die 100 Punkte jetzt nicht so anbringen kann, können wir sie auch sparen. Und ja, eine Fregatte, aber da. Ja. Ich mache eh nicht mehr viel mit den Schiffen. Trotzdem, der fährt 20 Felder. Das ist 121, 142, 42, das ist 14 Felder. Zweimal da raus sprinten, nur um die Fregatte zu versenken. Dann wäre halt auch unsere Versorgung schlechter und alles. Ja, aber das Schiff würde ja eh nichts anderes mehr machen. Die Bereitschaft zu gering ist zu versenken, aber hey, dann einfach da mal überraschend aufzutauchen. Wo ist eigentlich die erste hier Linie der Union? Die überraschend plündern möchte. Hier ist eine, hier ist eine. Da sind beide. Und monitoren wir was hier an seinen Einplatz, aber der ist da ja auch schon. Mit seiner Moral, ja, ist wieder. Läuft ja für den Norden. Also. Geht nur noch darum zu hoffen, dass man hier einfach noch ein paar Rundchen ausholt. Das Geld sparen wir sonst für den nächsten Zug, dass man mehr kaufen kann. Ah, ja, Co-Organisation. Es ist nicht mehr Geld da für den nächsten paar Chor was zu kaufen, die noch vom letzten Upgrade da sind. Da war halt der Aktionspunkt wahnsinnig wichtig. Ja, gut, und jetzt man merkt, wie die Einnahmen sich zusammenfallen. 176 noch. Hoffentlich schlägt das Wetter an seinem Zug zu. Und dann, ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch bei Dude mit rein. Zur nächsten Folge. Bis denn.